Minus 3 Grad, richtig schön kalt draußen. Und wir schicken heute den Simon aufs Ludwig-Meister-Dach. Und da zeigt er uns unsere Lüftanlage auf dem Dach mit einem kleinen Keilriemenantrieb. Genau. Wir zeigen euch heute am Beispiel einer Lüfteranlage die Unterschiede. Vergleichen Kosten, Nachhaltigkeit und Effektivität von Standard-Keilriemen, einem Optibel Super XE Power Pro und einem Zahnriemen. Viel Spaß dabei. Wir haben jetzt hier einen ganz normalen, klassischen Keilriemen drauf. Ja. Wie schaut es bei dem aus? Der klassische Keilriemen, der ist schon Jahrzehnte am Markt. Er ist halt jetzt nicht mehr so das Hightech-Teil, wie es jetzt zum Beispiel der Super XE Power Pro ist, gell, von Optibolt. Wieso? Wo liegt man da beim Schlupf? Was würdest du sagen? Oder beim Wirkungsgrad? Mein Wirkungsgrad würde ich jetzt einmal sagen, so zwischen 94 und 95, 96%. Okay. Gell? Da sind wir halt jetzt bei den modernen Riemen. Der zum Beispiel ist auch wartungsfrei. Okay, das ist super. Spart man sich dann wieder Geld dann später bei der Instandhaltung, oder? Genau. Einmal also aufspannen, einmal ein bisschen laufen lassen, noch 10 Minuten abstellen, einmal nachspannen und dann läuft das Ding bis an sein Lebensende. Okay, das heißt Wirkungsgrad dort. Wo würdest du den sehen? Ja, da sind wir dann schon bei 97-98%, hat jetzt immer so aus dem Bauch so. Genau. Gell? Ja, und klassisch Zahnriemen, ja. Halt ganz ohne Schlupf. Ja, ganz ohne Schlupf und ein Wirkungsgrad von 99%. Weil 100% hat man nahezu nirgends. Ja, das stimmt. Klar. Jetzt haben wir hier den klassischen drauf auf unserem kleinen Versuchsaufbau. Für Lüftanlage ist eigentlich entscheidend, dass hinten immer das Gleiche rauskommt. Und ich würde sagen, wir testen jetzt einfach mal hier, wie es ausschaut, wenn wir hinten immer den gleichen Output haben. Ja. Wir gehen jetzt einfach auf 3.500 Umdrehungen am Lüfter. Schauen uns an, wir haben jeweils eine 2:1 Übersetzung, sowohl bei dem jetzt als auch bei den Zahnriemen. Schauen uns an, welche Leistung aufgenommen wird und wo wir von den Motordrehzahlen her liegen. Und damit wir das real rauskriegen und auch den Riemenschlupf real messen können, bitte einmal hier messen, dass wir sozusagen die Enddrehzahl haben, einmal hier messen für die Anfangsdrehzahl. Okay. Starten wir damit, oder? Halle, ich tue mir mal Brillen auf, wenn du das Gerät umlässt. Mach das. Dann schauen wir. Der Gerät startet. Wir hatten jetzt hier Leistungsaufnahme von 0,63 kW. Abtriebs, die 3500, wo wir gesagt haben. Und am Antrieb, am Motor, 1818 Umdrehungen. Mal als ersten Wert. Okay. Da würde ich sagen, bauen wir um für den XE Power Pro. Jawohl. Brauchen wir bloß kurz lösen. Na, brauchst du gar nicht. Wir Ach, stimmt. Wir haben ja bloß einen Riemen. Von Keilriemen zu Keilriemen. Dann, gleiches Spiel, du misst wieder die Drehzahlen. Jawohl. Was erwartest du? Dass wir weniger Schlupf haben. Damit brauchen wir weniger Motordrehzahl, um auf die gleiche Abtriebsdrehzahl zu kommen. Schauen wir gleich. Und Simon, macht sich da schon was bemerkbar? Hast recht gehabt, Matthias. Statt den 1818 Umdrehungen haben wir jetzt bloß noch 1796 gehabt. Also hast recht gehabt. Und Leistung ist tatsächlich auch runtergegangen. Also das heißt, wir haben jetzt weniger Leistung, elektrische Leistung gebraucht. Statt 0,63 nur noch 0,60. Okay. Also hat sich schon mal deutlich bemerkbar gemacht. Also 0,03 kW. 0,03 kW. Ist jetzt nicht wirklich viel, aber ist auch bloß eine ganz kleine Lüftanlage. Okay. Schauen wir uns auch noch mit den Zahnriemen an, oder?
Fräulein. Wunderbar. Auf geht's. Und hier so ist das Messgerät, genau. So, schaut's gut aus. Schaut gut aus, Simon. Simon, das ist auch schön gezeigt, dass man, wenn man einmal den Riemen durchdreht, dass er seine Spannung dann komplett hat. Gell? So sollte es sein. Gut, dann gleicher Lauf noch einmal. Jawohl. Ich bin bereit. Wunderbar. Wunderbar. Herr Matthias, wie erwartet. Der hier, man hat die direkte Übersetzung, das heißt, wenn wir hier 3500 haben, sind wir hier bei 1750 ganz exakt rauskommen. Geht ja gar nicht anders. Ja. Was denkst du von der Leistungsaufnahme her? Ja, ich schätze, wir haben ja noch weniger Strom gebraucht, weil wir ja keinen Schlupfen mehr drin haben. Genau, aber der Unterschied jetzt zum Hochleistungsschmalkerriemen, der war gar nicht mehr so groß. Also das heißt, statt den 0,60 kW haben wir jetzt 0,59 gehabt. Mhm. Es ist relativ unscharf, also das heißt, bei der kleinen Lüftanlage werden wir da jetzt gar nicht mehr die ganz große Welt mit rauskriegen. Ja. Aber aus den Werten von vorher rechnen wir noch schnell den Schlupf. Ja. Ich habe es zwischenzeitlich schon kurz geschaut gehabt. Das heißt, beim klassischen Keilriemen haben wir 4% Schlupf. Beim XE Power Pro hat man noch ungefähr 2% und hier 0. Also das ist schon deutlich merkbar. Okay. Leistungsaufnahme, wie gesagt, spiegelt sich nicht ganz so extrem wider. Jetzt bei der Kleinlüftanlage wird sich wahrscheinlich monetär der Umbau auf einen Zahnriemen eher weniger lohnen, oder? Was denkst du? Na, also ich glaube nicht, dass dass das gerechtfertigt ist, was der Aufwand dahinter steckt. Ja. Was man an Gerätschaften braucht, an Lasern, auch an Fachkenntnis, weil ein Keilriemen ist ja doch einfacher montiert wie ein Zahnriemen. Der verzeiht mir, genau. Genau. Aber es gibt ja nicht nur kleine Lüftanlagen. Wie schaut es aus, wenn man jetzt an eine große Lüftanlage denkt? Oder ja, mittlere, 100 kW? Simon, wenn ich da an meine Kunden so denke, da sind Lüftanlagen drin mit 100, 200, 300 kW. Ja. Wenn du jetzt einmal eine 100 kW Anlage hernimmst, einen 100 kW Motor, eine Lüftungsanlage betreibt, ja, und ich spare, wir haben, was haben wir da prozentual? Ja, von klassisch zu Zahnriemen haben wir ungefähr 6,5%. 6,5%? Ja. Würde man sozusagen auf den Hochleistungskeilriemen gehen, wären es ungefähr 4%, aber auf den Zahnriemen sind wir ungefähr bei 6,5%. Ja, jetzt, wenn ich einen 100 kW Motor habe, 6,5% sind 6,5 kW. Das sind, wenn wir mal bei 20 Cent rechnen, sind wir bei 1,20 €, 1,30 €, ja. Irgendwo. Jede Stunde. Jede Stunde, ja. Sind wir am Tag bei 30 €. Ja. So, über den Daumen, lass mich kurz rechnen und im Jahr sind wir ungefähr so roundabout 10.000, 11.000 Euro. Also sei es bei großen Lüftanlagen, kann das durchaus... Das ist natürlich schon eine Menge Geld, was man sich da sparen kann. Viel ausmachen. Und dann ist der Invest natürlich für einen Zahnriemen wieder gering. Das stimmt allerdings. Genau. Ja, also kurzes Fazit. Bei kleinen Anlagen rentiert sich meistens eher der Umbau auf einen guten Keilriemen. Und bei den großen... durchaus der Zahnriemen passend. Bei den kleinen Anlagen sollte man dann schauen, dass, wie gesagt, wartungsfrei ist.
einmal aufspannen, kurz durchlaufen lassen und dann man läuft das auch die Instandhaltungskosten. Genau. Richtig. Und das sind ja die teuersten Kosten im Endeffekt. Wunderbar. Klar. Passt. Dann, Matthias, danke. Danke, Simon. So, das war's für heute. Fragen bitte wie immer unten in die Kommentare und falls es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich über Likes. So Simon, und beim nächsten Video schauen Sie mir zwar an, wie eine perfekte Lüfteranlage aufgebaut ist und wo man sich da alles Geld sparen kann. Wenn es mal ein bisschen größer wird, oder? Genau. Perfekt. Danke Simon.